Moin Moin und willkommen zurück. Und wieder einmal auf der Ostsee, aber heute ist irgendwie alles so langweilig. Ich bräuchte echt mal etwas Abwechslung. Aber was? Ich ziehe ihn auf dem Board. Nachbars Jung war am Strand und hatte sein Board dabei. Also haben wir es einfach mal in das Jack gehängt. Aber ich glaube, ich hatte wesentlich mehr Spaß als er dabei. Ich war danach noch ein wenig auf dem Wasser, aber ich musste noch lange schmunzeln beim Gedanken an die Bordaktion. Ich war ihm wohl definitiv zu langsam. Ja, ich habe mir dann später, naja, ihr könnt es euch ja denken, auch mal wieder den Sonnenuntergang angeguckt. Heute mal mit etwas mehr Wellengang und auch mit etwas mehr. Ein weiterer schöner Sommertag und ich war auf der Suche nach Gary, auf einer Matratze, der hier irgendwo auf seiner Matratze herumdümpelte. So richtig motivierbar sah er allerdings nicht aus. Und du bist im Status. Ja, ich fuhr dann doch lieber alleine herum und drehte so meine Runden. Der Sommer neigte sich auch schon langsam dem Ende hinzu und ich wusste, dass die warmen Tage auf See rarer wurden. Daher wollte ich die Sonnenstrahlen noch so lange wie möglich ausnutzen. Ich bin zwar das ganze Jahr über mit meinem Jack auf der Ostsee unterwegs, aber im Sommer ist es mir einfach am liebsten mit der Wärme und dem Ganzen. Bin da ein echtes Sommer. Man wird ja oft auf sein Boot angesprochen und viele sind dann immer ganz überrascht, wenn ich denen sage, dass das ein Kajak ist. Ich erzähle dabei aber dann immer gleich, dass es ein Angler-Kajak ist. Ich aber nur gerne damit fahre und die Natur genieße. Oh, guck mal, da kommt eines meiner Lieblingsboote hier aus der Bucht. Nichts Besonderes, aber mir gefällt es irgendwie total. Nochmal zum Jack. Es macht schon Sinn, das als Angelboot zu nehmen, denn du hast eben beide Hände frei und man kann sich sogar hinstellen. Mit dem Boot kommt man echt überall hin. Selbst da, wo ein Sport- oder Motorboot eben nicht hinkommt. Das ist schon echt geil. Guck mal, ach was Jung ist wieder auf dem Wasser. Was macht er denn da diesmal für eine Sportart? Das sieht irgendwie cool aus. Gucken wir uns das mal an. Geil machst du das. Da fährt er. Yeah. Oh Scheiße, aber nicht auf mich. Das war knapp. Aber ist ja nochmal gut gegangen. Und guckt ihn euch mal an. Mega, oder? Allerdings hat der Wind dann irgendwann nachgelassen und wohl auch seine Laune. Alles klar? Ja, die war wohl weg.
Aber hey, ich finde, er hat sich für sein Alter echt schon klasse angestellt. Herrlich, die Wolken, oder? Ja, man achtet viel mehr auf sowas, wenn man auf dem Wasser ist. Ich wollte noch schnell meine Jungs von Kajakfreunde Nord erwähnen und ein paar liebe Grüße dalassen. Anders als ich fahren die Jungs ihr Yak nicht nur, sie nutzen es auch zum Angeln und der Rainer kann euch da in Sachen Equipment bestimmt weiterhelfen. Er ist angestellt bei Galaxy Kajak und wäre auch ein direkter Ansprechpartner, falls ihr ebenfalls Interesse am Kajak selbst bekommen haben solltet. Den Link zu seinem Profil setze ich euch in die Videobeschreibung und schaut auch gerne bei den anderen Jungs vorbei, die verlinke ich euch ebenfalls. So ihr Lieben, das war nun meine Zusammenfassung von diesem Kajakjahr. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß beim Angucken und wart nicht gelangweilt von meinen vielen Sonnenuntergängen. Ich kann davon irgendwie nicht genug bekommen, aber wie auch immer. Ich danke euch fürs Zugucken und verlinke euch wie gesagt noch das Boot in der Videobeschreibung. Ein kleines Dankeschön geht noch schnell an Gary, der oft für meine Aufnahmen herhalten musste und da nicht immer so Bock drauf hat. Also dann, macht's gut und bis zum nächsten Mal.